Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und zwar geht es heute um, ja, ich will es noch nicht Rarität nennen, weil es ist einfach ein sehr, 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 sehr alter Nintendo. Und zwar geht es um diesen Nintendo hier. Der hatte sogar tatsächlich als Kassetten unten noch diese hier. Muss man so machen, glaube ich. Genau, jetzt sieht man das, dass zum Beispiel Findet Nemo, das habe ich früher mal gespielt. Und ihr müsst wissen, dieser DS hier, den habe ich locker seit 2010 oder früher. Ich kann euch ja mal einblenden, wann der rausgekommen ist. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sieht der noch so aus. Und Leute, fragt mich nicht, ich wollte damals eigentlich den in Blau haben. Aber ja, was habe ich bekommen? Das, was damals sehr üblich war. Jungs blau, Mädchen rosa. Ihr wisst es. Und der Bildschirm hier unten geht zum Beispiel auch nicht mehr richtig, das weiß ich. Und das Problem war jetzt, ich hatte kein Ladekabel für diesen DS. Also was habe ich mir gedacht? Habe ich mir gedacht, ich bestelle eins auf eBay. Ich habe überall mal rumgeschaut, wie viel sowas denn kostet. Bin dann schließlich darauf gekommen, dass eBay einfach schlicht und weg das günstigste ist. Und genau deshalb habe ich dort ein Ladekabel für 3 Euro bestellt. Es sollte eigentlich am Samstag schon ankommen. Kam aber jetzt am Montag, kein Problem natürlich. Und zwar ist das dieses Schmuckstück. Denn mit dem alten Kabel für den DSi kannst du den DS hier nicht laden. Das ist nämlich das Problem. Du brauchst nämlich so einen Anschluss. Seht ihr den? Genau, diesen Anschluss hier, der da ist sehr wichtig. Und den hat eben der alte DS nicht. Beziehungsweise der neue DSi nicht. Und der ist aber hier hinten. Bedeutet, ich werde jetzt dieses, ja, Schmuckstück hier mal auspacken und da hinten einstöpseln. Denn das ist nur das USB-Kabel. Aber ich habe ja ganz viele Adapter. Das ist ja absolut nicht das Problem. So, und jetzt wird er einmal angeschlossen. So, es leuchtet nichts. Weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Und geht auf jeden Fall nicht an. Das ist ein Problem. Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Was ist genau der Anschluss? Oh, eben hat es geladen gehabt. Eben hat es geleuchtet. Jetzt mal wahrscheinlich mal ein bisschen rumfummeln hier. Ich glaube, hier drin ist auch ein kleiner Wackelkontakt. So, jetzt leuchtet das Licht auch da unten. Kennt man das? Sieht man das? Das sieht man. Jetzt kann man den anmachen schon. Nein. Gut, dann lasse ich ihn einfach mal ein bisschen laden und dann sehen wir uns, sobald er ein bisschen aufgeladen hat. Denn ich wollte ja noch ein bisschen Retro-Games darauf zocken, denn das ist dieses Video und das ist der Grund, warum ich dieses Video mache. So Leute, ich habe es jetzt mal probiert anzumachen. Jetzt steht, du musst zuerst die Systemeinstellungen justieren. Bitte berühre den Touchscreen oder drücke einen Knopf. So, ich habe jetzt einen Knopf gedrückt und jetzt gebe ich als Username einfach mal Sam ein. Ja. Super, der Username wurde gespeichert. Wählen wir als Farbe blau. Am besten, ich zeige euch das einfach mal, was ich jetzt hier mache. Ja, ich mache einfach ein Bild davon. So, hier steht jetzt, gibt das heutige Datum ein. Soweit ich weiß, ist heute 12.08.2019. So, das ist verwunderlich. Wir haben jetzt 19.58 Uhr. Das geben wir jetzt einmal ein. Also wie gesagt, Leute, mich wundert es, dass ich das alles neu einstellen muss. Hier oben seht ihr auch, was ich schon alles eingegeben habe. Jetzt mein Geburtsdatum ist der 29.06. Also wie gesagt, mich verwundert es alles, dass ich das nochmal neu einstellen muss, weil tendenziell habe ich das ja alles schon mal gemacht. Um die neuen Einstellungen zu aktivieren, muss ein Neustart durchgeführt werden. Möchte ich jetzt ausschalten? Ja. Da seht ihr mich. Und machen wir einmal einen Neustart. So, guck mal, wie das aussieht. So, und wir wollen Picto-Chat. Nein, wollen wir gar nicht. Nein. Das ist krass. Sobald man irgendwas macht, wird es direkt ausgeschaltet. Ich will das spielen, was hier unten drin ist. Ja, ich glaube, das ist dieses GBA-Spiel. Probieren wir das mal aus. Ja, genau. Das geht nämlich nur hier oben. Also über den oberen Screen quasi. Das ist so krass. Ne? Ich habe so lange diesen DS nicht mehr angehabt, einfach weil ich kein Ladekabel hatte. So, press start. Start ist hier oben. So, jetzt können wir hier nämlich Pac-Man spielen. Das ist irgend so ein anderes Spiel, das finde ich ganz schlimm. Also hier sind verschiedene Spiele. Aber ich möchte natürlich Pac-Man spielen. So, mal sehen.
Leute, das ist so cool, ohne Spaß. Gebt euch das mal bitte. Habt ihr damals auch Pac-Man gespielt oder so Retro-Spiele? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich muss sagen, ich finde es echt verwunderlich, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Oje, oje, jetzt sich in der Falle. Mist. Nee, aber das ist wirklich cool, Leute. Ohne Spaß. Ich weiß nicht. Ich hatte irgendwie mega Bock, so ein Video zu machen. Weil einfach so Retro-Spiele. Oh nein, nein. Er kriegt mich nicht. Ich kann nicht. Ja, jetzt bin ich schon wieder gestorben, Leute. Aber wir haben nicht mehr viel. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Ja. Na, ich habe aber nur noch ein Leben. Ich muss jetzt echt aufpassen. Oje, oje. Ja, wir haben es nicht geschafft. Schade, aber fast. Leute, wirklich ohne Spaß. Das war früher echt so ein cooles Spiel. Ihr müsst mir unbedingt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Pac-Man gespielt habt. Aber es war auf jeden Fall echt absolut cool. Und jetzt kann man einfach nur noch, wie gesagt, Leute, das ist Wahnsinn, was es hier für Spiele gab. Jetzt würde ich einfach mal sagen, machen wir das Ganze mal aus und probieren mal Nemo aus ganz kurz. Und dann würde ich auch sagen, muss das Video schon zu Ende sein. Weil wir haben hier natürlich schon viel gemacht jetzt. So, wieder GBA-Spiel wird gestartet und jetzt steht da Gameboy. Weil ihr müsst ja wissen, diese Karten hier, diese kleinen, sind eigentlich für Gameboys gedacht. Aber die konntest du auch damals unten, hier unten in den Nintendo reinmachen. Ey, das ist Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es im DS Lite noch ging, aber in dem hier ging es auf jeden Fall. Und ohne Spaß, es war einfach so cool. Also man hat sich da so super mitgefühlt. Boah, und ich weiß, ich habe das früher immer gespielt. Oh mein Gott. Also es sind einfach so Kindheitserinnerungen. Guck mal, Disney, Pixar, Findet Nemo. Leute, es war einfach Wahnsinn. Der erste Schultag, so. Der erste Schultag, der erste Schultag. Komm schon, Papa, wach auf. Es ist der erste Schultag. Bist du sicher, dass du schon dieses Jahr zur Schule schwimmen möchtest, Nemo? Du kannst weitere 5 Jahre warten, wenn du möchtest. Komm schon, Papa, ich bin bereit. Lass uns aufbrechen. Boah, du musst... Pass gut auf, Nemo. Du musst noch einiges lernen, bevor du zur Schule schwimmen kannst. Boah. Boah, Leute, das war so cool. Früher, ich fand es einfach... Hallo, ich will hier durch. Das war früher mein absolutes Lieblingsspiel. Hallo. War absolut cool, indem du A drückst. Okay. Also Leute, ohne Spaß, war einfach mein Lieblingsspiel. Ich habe das so oft gespielt. Hallo, ich will da hoch. Boah, haha. Leute, ist echt der Wahnsinn. Okay, ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum meine Gesundheit runtergegangen ist. Oh ja, ohne Spaß, Leute. Das habe ich früher so oft gespielt. Habe ich gesuchtet. Aber ich würde sagen, wir machen einfach mal ganz kurz Pause. Und ich sag euch einfach mal tschüss und... Ihr könnt mir gerne mal sagen, hattet ihr diese DS? Kennt ihr noch diese Karten, die ihr in den DS machen könnt? Beziehungsweise in den Gameboy? Könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ich hatte einfach mega Bock, dieses Video hier zu machen. Einfach weil das so eine kleine Kindheitserinnerung ist, die einfach wieder hochgekommen ist. Und es ist einfach der Wahnsinn. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr noch diesen DS hattet oder noch kennt von früher. Und ob ihr einen Gameboy hattet oder irgendwas anderes. Ich habe sogar noch einen alten Gameboy. Den könnte ich euch auch mal in so einem Video hier nochmal vorstellen. Wenn ihr da Lust drauf habt, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von so Videos haltet. Ich finde sowas halt immer sehr, sehr cool. Das sind so alte Sachen, wo man sich so denkt, oh mein Gott, wow. Bevor dieser ganze Hyperkram mit den Nintendo 3DS XL und Nintendo 2DS angefangen hat. Also Leute, ganz einfach, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Ciao.